Ja, ich bin der Max, zu finden auf Twitter unter den Handeln da. Baue Uni-Infrastruktur im echten Leben, am tagsüber und nachts den ganzen Freifunk-Kram. Bin nebenbei Vorstand vom Freifunk-Hochstift, weil wir mal ein Legal Entity brauchen und mach so Zeug mit Linux, Netzwerken und Open Source, wie man gleich sehen wird. Was erzähle ich heute? Wie baut man kommunistische Frickelnetze? The Definitive Guide. Was ist alles schiefgegangen und warum solltet ihr das nicht tun? Automatisierung sollten Sie kaufen, es ist sehr gut. Was kann man da von uns quasi frei klauen und selber umsetzen? Optimalerweise mit wenig Anpassung. Wie macht man seine Services ausfallsicher? Wie macht man sein Routing schön? Layer 2 Overlays für Batman und was haben wir alles gelernt? Kurzer Hintergrund. Freifunk Hochstift fing an 2013 als Freifunk Paderborn. Das ist quasi auf dem Kongress da gegründet worden. 30, 31 C3, weiß nicht genau welcher das war. Wir sind ziemlich schnell, ziemlich stark gewachsen, dank ein paar Unterstützern. Zum Beispiel hat eine der Bäckereien im Hochstift, was die Kreise Paderborn und Kreise Höxter sind, also relativ großer Bereich, hat mal 500.000 Brötchentüten gedruckt und die haben wir designt. Das heißt, das war quasi freie Werbung für Freifunk in 76, glaube ich, Filialen dieser Bäckereikette. Das hat uns ziemlich gepusht. Die Werbegemeinschaft Paderborn hat festgestellt, die sind ja gar nicht so doof, mit denen kann man reden und Dinge tun. Und dann gab es die Förderung vom Land seit 2015. Da haben wir in Summe jetzt 45.000 Euro abgegriffen und umgesetzt. Und die Stadt hat uns letztes Jahr 4 Pops in der Stadt aufgebaut, inklusive einem 30 Meter hohen Turm. Das heißt, wir haben gesagt, wo, und sie haben da Pinnen dran geschraubt und Kabel gelegt und wir schrauben jetzt innen aktives Equipment da dran. Das ist ganz cool. Ist einigermaßen groß. Muss ich das irgendwem hier erklären? 3, 2, eins, nein, okay. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass klar ist, was ein Gateway ist und wie so ein Freifunk grundsätzlich funktioniert. Wenn nicht, bitte jetzt schreien. Keine Schreie. Dann muss ich, glaube ich, auch nicht erklären, hallo Laptop, dann muss ich, glaube ich, auch nicht erklären, was Batman ist und wie das funktioniert. Keine Schreie. Historisch hat man Batman benutzt, weil das einfach so in den fertigen Freifunk-Firmwares drin war. Das ist eine große Layer-2-Domain, das wisst ihr dann alle. Das skaliert halt mal so überhaupt nicht. Das heißt, wenn das größer wird und man 1000 Knoten in einer Layer-2-Domain hat mit Batman, hat man nachher ein paar hundert Kilobyte Grundrauschen für ARP, Neighbor Discovery, Batman selber und gelöt. Das drückt im Zweifelsfall DSL-Leitungen zu für die Leute, die das zu Hause nutzen. Da macht man sich sehr unbeliebt mit und das funktioniert nicht mehr so richtig schön. Wir haben mittlerweile 10 kleinere Batman-Domains gebaut. Und die jeweils Dual-Stack kriegen, V4, V6. Dazu brauche ich noch ein Full-Mesh zwischen den ganzen Gateways. Und das kriegen wir alles gleich noch schön erklärt, wie man das macht. Aber wir haben ja auch mal klein angefangen. Und dann gibt es da diese Firmen, die meinen, Freifunk ist total geil, da machen wir mal mit. Und wir deployen mal einen Haufen Knoten, auch bei uns in der Firma, so als Gästenetz. Und diese ganzen lustigen Knoten haben ja diesen schönen blauen Port als Uplink und die 4 gelben Ports. Die kann man jetzt so umkonfigurieren, dass man darüber Geräte zum Meshen miteinander kriegt, oder man kann das lassen und die trotzdem mit dem internen Netz verbinden. Dann hat man auf einmal sein Firmennetz im Freifunk. Kannst du so machen, ist dann aber Kacke. Da hatten wir 2, 3 Kandidaten, unter anderem auch irgendwelche Fritzboxen oder wirklich komplette Firmennetze, auf die man vom Gateway aus zugreifen konnte, wenn man sich eine IP konfiguriert hat daraus. Das haben wir dann mal durch einen Filter in der Firmware ausgebaut. Einige Communities haben sich das schon geklaut. Wenn ihr das noch nicht habt, würde ich euch mal raten, das anzugucken. Wir kämpfen noch damit, das Upstream in Gluon zu kriegen. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht schlecht im Moment. Das bringt ungefähr 30% des Grundrauschens raus, weil man auf einmal nicht mehr irgendwelche kaputten Geräte hat, die glauben, dass sie in 0/0 sind und einfach mal ARP für alles schicken, auch für Google DNS-Server oder in 169.254 dem V4-Link-Local-Netz und was auch immer. Da kriegt man eine ganze Menge Blödsinn mit weg. Tink ist toll, dachten wir. Da sind wir wieder bei diesem großen Layer-2-Netz. Die Idee war mal, wir haben ein großes Infrastruktur-Tink, was an zwei, damals hießen sie noch VPN-Servern, also Core-Routern, aufgehängt ist, wo alles drin hängt. Darüber fahren wir ein bisschen OSPF, damit das alles schön dynamisch ist. Das skaliert leider wie ein Sack Nüsse. Die Idee damals war, viele Point-to-Point-Tunnel bauen ist ja kompliziert und das macht Arbeit. Da sind wir wieder bei dem Stichwort Automatisierung. Ein großes Layer-2-Netz ist viel einfacher und wenn wir da zwei Server hinstellen, haben wir schon Redundanz. Tink wird schon richten. Würde ich nicht ausprobieren. Haben wir ein Jahr lang gemacht. Das geht an fürchterlich vielen Stellen fürchterlich in die Hose und man hat keine Chance, den Traffic zu steuern dadurch. Und allerspätestens mit einem Richtfunk-Backbone möchte man das auch nicht mehr so richtig tun.
AirFiber ist ja geil, da kriege ich ein Gigabit drüber. Ist aber ein bisschen teuer. Wir nehmen mal die AirFiber 5X, das ist so das Low-Cost-Modell. Ich glaube 700 Euro pro Seite, also die Schüssel und der aktive Feed hinten dran. Bist du bei 1,5K ungefähr für eine Richtfunkstrecke. Wenn man Landessponsoring hat, kann man sich sowas mal leisten. Aber erstens, die Dinger brollen 24 Volt VH, nennt sich das. Das heißt 1,5 Ampere auf über 8 Adern des Netzwerkkabels, was schon mal eine Ansage ist. Denkt man sich, kaufen wir doch mal UBNT-Switches. Damals hießen sie noch Edge-Switche, glaube ich. Die werden das wohl powern können, weil wir würden das Ding gerne remote power cyclen können, wenn es sich mal die Karten legt, soll ja vorkommen. Weit gefehlt, die können diese Art von Power nicht. Dafür gibt es Netonix, das ist ein amerikanischer Hersteller, kann man auch bei Variastore kaufen. Die können das unter anderem, macht viel Freude. Aber dann ist da noch das Thema mit der AirFiber 5X. Die sind eigentlich ganz nett, aber wenn man sie im 5,6 GHz Bereich nimmt, was das Wetterradar ist von Flugzeugen, und zufällig zwei Flughäfen in der Nähe hat, wo die Flugzeuge dann eindrehen, wenn sie auf diese AirFiber zeigen, dann sind die regelmäßig mal 10 Minuten lang offline, weil sie feststellen, huch, da hat ja noch jemand ein Wetterradar an, ich mache mich jetzt mal aus. In dem Bereich sagte der DFS-Scan, was die Dinger machen müssen, du bist dann mal 10 Minuten aus und wartest, bis die Luft wieder frei ist. Das passiert dann relativ häufig und wenn du Pech hast, nicht vorhersehbar, dann ist halt der Standort einmal offline. Was wir auch hatten, unsere AirFiber auf 5,5 GHz irgendwo unterwegs. Der Mensch, der diesen Pop eigentlich betreibt und selber sehr viel Richtfunk macht, beklagte sich nach einem Tag ungefähr, dass Störungen im 5,8 GHz Bereich sind. Machen wir die AirFiber aus, ist Ruhe. Man wundert sich. Oder Störungen auf parallel laufenden Kabeln zu den Schüsseln. Entweder wir haben nur Montagsmodelle von den Dingern gekauft oder die Hardware ist eher nicht so Premium. Benutzt die zufällig irgendwer? Okay. Kannst du das bestätigen oder würdest du das widerlegen? Okay. Na, wir haben da bald 10 Stück von über. Ja, nächster Punkt, wenn man sich die Kosten anguckt, 700 Euro pro Seite ist schon ein Wort, und sich dann eine Powerbeam anguckt, die ich glaube 180 Taler pro Seite kostet, kriege ich mit der irgendwie 2 bis 3 Mal so viel Durchsatz hin auf einigen Strecken. Ergo, wir kaufen die nicht mehr. Das nächste, auch UBNT, die Edge-Router, die kleinen. Ich glaube, wir hatten damals die Lite oder den Edge-Router ohne irgendwie Namenszusatz. Und die Idee war, naja, das Ding kann man noch irgendwo versenken, das ist klein, das frisst keinen Strom, das kann PoE für kleine Schüsseln. Aber wäre doch total geil, wenn man dem beibringt, Batman zu sprechen. Das hat dann mal jemand getan, nachdem er ein NDA unterschrieben hat und dann das SDK von UBNT gekriegt hat zum Entwickeln. Und nach mehreren Flüchen und Wochen gab es dann für diese Version dieses Geräts ein Batman-Modul. Das hat dann auch funktioniert. Aber bei einem Update des Edge-Routers flog einem das hart um die Ohren. Das heißt, das Ding explodierte beim Booten und man musste relativ viel zaubern, um überhaupt wieder drauf zu kommen, um das abzustellen. Und die Performance ist auch eher so mittel, das Ding hat ja keine CPU, die wirklich den Namen CPU verdient. Dafür ist das Ding halt nicht gebaut. Würde man vielleicht auch eher lassen wollen. Also könnte er klauen, würde ich aber auch nicht versuchen. Wo wir bei Edge-Routern sind, ich habe vor einer Weile, wir haben noch 2, 3 davon im Einsatz in Layer 3 Setups, die wir in Flüchtlingsunterkünften nutzen. Also das Ding baut OpenVPN-Tunnel auf, 2, 3 Stück. Und wir fahren darüber per OSPF einfach nur IP-Dual-Stack. Und routen da Prefixe hin, beziehungsweise die Dinger machen dann DHCP und schicken RAs ins Netz. Für Sachen, wo nichts drumherum ist, was meshen kann. Das skaliert einfach besser. Oder wenn man mal 200-300 Leute auf einem Fleck hat, möchte man vielleicht den ganzen Batman-Overhead mal aus dem Bild nehmen. Da habe ich vor einer Weile einen Core-Router aktualisiert, wo das Ding oder wo 4 der Dinger OpenVPN-Tunnel hin aufgemacht haben. Das heißt, man musste die Config auf dem Edge-Router anfassen und OpenVPN durchtreten. Mit Hausmitteln ging das mal gar nicht. Wenn man das per Kill All und Neustart macht, dann fällt einem leider das Quagga um und OSPF kommt auch nicht mehr hoch. Das macht alles auch nicht so richtig viel Spaß. Reboot fixed the issue. Ist günstig. Ihr merkt schon, in welche Richtung das so geht. Damals, als wir noch jung waren, hatten wir mal die Idee, wir haben mehrere Standorte. Rechts Vega Systems ist ein IT-Unternehmen in Paderborn und Provider. Die machen selber sehr viel mit Richtfunk. Das heißt, die haben das Dach voll mit Antennen, haben gedacht, 2, 3 mehr von uns stören auch nicht. Da haben wir damals viel Platz gekriegt und haben auch einen Server da stehen und ein Stück Uplink von denen. Im Moment 100 MB symmetrisch, demnächst hoffentlich ein bisschen mehr. Und haben da ein paar Richtfunkstrecken aufgebaut. Eine in die City zur Volksbank.
Die gehört zur Werbegemeinschaft dazu. Das heißt, da haben wir auch Dinge auf dem Dach und Access Points außen dran hängen, auf deren Kosten. Wir haben es nur konfiguriert und aufgebaut. Daneben KT ist ein Modehaus Klingenthal, gehört auch zur Werbegemeinschaft. Da haben wir auch was auf dem Dach und auch dranhängen, auch auf deren Kosten, also der Werbegemeinschaft. Das heißt, in der City haben wir jetzt aktuell 3 Präsenzen, mittlerweile noch eine mehr. Und unten ist so eine Einrichtung auf dem Berge, wo auch Dinge auf dem Dach hängen. Das haben wir damals alles aufgebaut mit der Idee, na gut, wir brauchen Layer 2, wir haben nur eine Batman-Instanz, also schicken wir da über jeden Link quasi ein WLAN, verbinden damit die Batman-sprechenden Geräte an jeder Stelle. Wenn man nur eine Batman-Instanz hat, kann man das noch so bauen. Wenn man nachher 10 Stück hat, die man da drüber transportieren möchte, skaliert das alles nicht mehr und man klickt sich einen Wolf. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich möchte ja zusätzlich noch neben dem Batman-Transport vielleicht noch mein IP-Netz für Management und für irgendwelche Layer-3-Standorte transportieren. Das heißt, ich bräuchte noch mehr einen größeren Stapel WLANs. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Was machen wir jetzt gerade? Möglichst kleine Layer-2-Segmente, egal wo, egal ob Kabel oder Funk. Möglichst Point-to-Point-Verbindungen, also 2 aktive Geräte, seien es jetzt 2 VMs, 2 Backbone-Router, was kleine APU-Boards sind oder ähnliche Dinge, möglichst direkt verbinden. Das üblicherweise dann mit WLANs. An 4 POPs, wo ziemlich viel steht, also Virtualisierungshosts und noch ein bisschen anderes Zeug drumherum, da macht das nicht so richtig Sinn, da wird man dann auch bekloppt, wenn man da jedes Gerät miteinander verbindet. Aber ansonsten ist so das übliche Setup einmal unten aufgemalt, diese APU-Boards, diese kleinen Kistchen als Backbone-Router. Da gibt es üblicherweise einen Switch, wo die ganzen Antennen dranhängen, Richtfunk dazwischen. Das ist quasi dann an der Layer-2-Strecke, darüber fahren wir ein IP-Netz. Der Batman-Teil kommt dann gleich später, wie wir das gerade lösen. Also Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse. Lieber den Batman-Hop selber bauen mit einer APU. Filtern hilft überall im Internet. Die Provider sollten das auch alle tun, aber das ist ein anderes Thema. Point-to-Point ist toll, Routing ist toll. Und nur weil es viel Geld kostet, muss es nicht unbedingt besser sein. Gerade jetzt auf die F-Fibers bezogen. Und das alles per Hand zu konfigurieren, macht auch nicht so richtig Spaß. Das möchte man automatisieren. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das erste Gateway war 2013. Das wurde dann handgeklöppelt nach damals noch einer der wenigen Anleitungen. Da war Freifunk ja noch relativ neu in diesem unseren Lande. Das zweite Gateway wurde schon mal per Shell-Skript installiert, also Batman drauf, DHCP-Server drauf, DNS-Server drauf, Bridges bauen. Das war alles ziemlich Use with Extreme Prejudice, da durfte auch nichts bei schief gehen. Das dritte habe ich dann aufgesetzt, da bin ich dazu gekommen, das einmal fehlerresistenter gebaut, aber schön war das auch noch nicht. Aber damit konnte man zumindest die nächsten 3 Gateways mal automatisiert aufsetzen, nächsten 4 sogar. Aber da muss man ja ab und zu was dran anfassen. Das wurde natürlich nicht automatisiert und das lief alles auseinander. Das macht so richtig Spaß auch nicht. Aber dafür gibt's ja so Dinge wie SaltStack oder Puppet oder Ansible oder. Wir haben uns für Salt entschieden. Das hatte eine relativ kleine Einstiegshürde. Damit konnte man ziemlich schnell loslegen. Das haben wir vor 2,5 Jahren, glaube ich, angefangen ungefähr. 2,5 Jahre. Damit kann man seine Pakete installieren, Configs dahinter packen, Dienste starten oder auch nicht, Netzwerk konfigurieren und so weiter und so fort. Der erste Ansatz war das erste Mal, dass ich was mit Salt gemacht habe. Das hat ein Jahr gehalten, dann habe ich es für scheiße befunden und neu gemacht. Und mittlerweile haben wir wirklich einmal alles neu gebaut. Das liegt auch auf GitHub, Link kommt noch, das dürft ihr alle gerne forken. 1-2 Leute tun das, glaube ich, schon. Und dann automatisiert man mal vor sich hin und schmeißt das einmal auf alle seine Geräte und optimalerweise läuft dann noch alles. Kurzer Abriss auf ganz hoher Flughöhe, wie arbeitet Salt? Es gibt sogenannte States, das repräsentiert irgendwas, was man als logische Einheit betrachtet. Zum Beispiel konfiguriere mir einen SSH-Server, konfiguriere mir einen Respond-D da drauf oder konfiguriere mir das ganze Netzwerk. Das ist alles im YAML-Format geschrieben. Das ist relativ übersichtlich, aber ziemlich gemein, wenn man Tabs und Spaces mischt. Dann fällt es leider komplett um. Darüber kann man sich seine Pakete installieren, Services dazu aktivieren oder wegschmeißen, was auch immer man tun möchte. Dateiinhalte setzen, automatisiert, entweder statisch oder zum Beispiel mit sogenannten Jinja-Templates, also wo man sich irgendwo zusammenferkelt, mit irgendeiner Logik zusammenbaut und dann Dinge tut, User anlegen und so weiter. Zwischen den States kann ich netterweise Abhängigkeiten modellieren, das heißt, ich kann sagen, konfiguriere mir erstmal ein APT auf einem Debian und dann installiere mir die Pakete und ähnliches. Dadurch kriegt man das hin, dass man zum Beispiel so einen Backbone-Router mit einem USB-Stick installiert,
dem sagt, hallo, da ist dein Pre-Seed-File für den Debian Installer, dann eiert der da einmal durch. Das dauert dann 10 Minuten oder sonst was, da kann man irgendwie Netflix gucken. Dann installiert man da einen Salt-Minion drauf, einen aktuellen Kernel, bootet die Kiste einmal, sagt dem Salt-Minion, hallo, da ist dein Master, wartet 5 bis 10 Minuten, bootet das Ding und es ist fertig. Das macht dann schon deutlich mehr Spaß. Und dann sind sie vor allem auch alle gleich. Salt hat noch einen Pillar für interne Informationen, wo man aufpassen möchte, dass die nicht überall hinkommen. Diese ganzen States werden auf jeden Minion synchronisiert. Das heißt, da möchte man seine Passwörter eigentlich nicht reinschreiben. Macht man eine Kiste auf, hat man die Config von allen quasi. Dafür gibt's das Pillar, ist auch YAML. Da kann ich ein bisschen filtern, welcher Minion welche Informationen lesen darf. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, dass den Private Key für das Host-Zertifikat darf nur jeder jeweilige Minion selbst lesen. Dafür ist das Ding gedacht. Sieht dann ungefähr so aus. Einer der Backbone-Router an dem vorhin schon mal angesprochenen Vega-Systems-Standort. Oben gibt es eine eindeutige ID. Daraus generieren wir uns eine IP-Adresse für Loopback. Jeder Router sollte eine eigene Loopback-IP haben. Wo soll das Ding stehen? Welche Rollen hat es? Davon hängen ab, welche Pakete oder welche States da drauf kommen. Das ist zum Beispiel ein Router, das heißt, der wird eine Bird-Konfiguration generiert bekommen. Der wird Forwarding angemacht kriegen im SysCTL und ähnliches. Der soll Batman spielen, das heißt, wir generieren automatisiert Batman-Interfaces. Welche fällt aus der Liste der Sites unten raus? Der hier hat nur eine Site konfiguriert. Aber aus diesen zwei Informationen werden ein Dummy-Interface, das Batman-Interface selber konfiguriert, mit entsprechend automatisierten MAC-Adressen. Die müssen ja alle eindeutig sein. Und das Ding soll ein Backbone-Router sein. Das hat einen Einfluss darauf, wie teuer das Ding ist, im Sinne von Batman-Hop-Count. Hop-Penalty heißt das Ding. Da muss es noch wissen, welche Interface gibt es. Die muss ich ihm irgendwie sagen. Irgendwo muss die Information ja herkommen. Bitte alle echten Netzwerkkarten zusammenknoten und da drauf zum Beispiel ein Transfer-WLAN, was in diesem Falle zum Gateway geht, glaube ich. Die letzte Zeile kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Das ist Magie. Und über diese Magie wird es jetzt gehen. Genau, was hatte ich vorhin schon erzählt? Alle Systeme, die wir haben, sind per IP verbunden, sowohl V4 als auch V6. Das heißt, per V6 sind sie auch alle public available. Deswegen sollte man sich dann auch über Security so ein bisschen Gedanken machen. Alles Point-to-Point-Verbindungen, entweder über die Richtfunkstrecken oder zwei Geräten innerhalb eines POPs, also zum Beispiel der Backbone-Router oben auf dem Dach, zwei Switche dazwischen, unten ein virtuelles Gateway. Und was nicht alles in derselben Stelle steht, alles OpenVPN-Tunnel. Was man sich mal angucken könnte, wäre WireGuard oder IPsec. Mit letzterem habe ich ziemlich schmerzhafte Erfahrungen. WireGuard soll ganz cool sein, habe ich noch nicht gesehen. An größeren POPs ein Layer-2-Netz und alles per Bird miteinander verknotet. Das sieht dann so aus. Alles spricht OSPF miteinander, darüber sind die Geräte untereinander schon mal erreichbar, wie man das so in einem Service-Provider-Netzwerk bauen würde. Plus die Management-Netze. Pro POP, wo wir sind, gibt es ein eindeutiges Management-Netz, wo dann die Switche, Richtfunkstrecken, sagen wir noch, Zeug, alles drin hängt, Access Points zum Beispiel. Und darüber gibt es ein IBGP, worüber dann die Default-Route kommt, verteilt wird, die wir von außen kriegen, vom Rheinland-Backbone. Die Client-Netze, die wir darüber verteilen und auch Anycasted Services, dazu gleich noch mehr und ein bisschen Traffic Engineering, wo wir welchen Traffic gerne langschieben wollen. Wie baue ich mir jetzt mein SDN für Debian, um mal die Buzzwords, die gerade so rumfliegen, aufzugreifen? Debian kommt mit einem if-up-down, was nur so mäßig automatisierbar ist. Die Config zu generieren ist relativ einfach, das ist ja nur ein Stück Text. Das ist ziemlich klar strukturiert, das kann ich irgendwie generieren, das ist keine Herausforderung. Die Herausforderung ist, wie schreibe ich eine neue Config hin und mache dann, dass das, was ich neu konfiguriert habe, Realität wird. Es geht mit der Brechstange, ich könnte sagen Service Networking Restart, dann fährt der Interface einmal runter und alle wieder hoch. Das heißt natürlich, ich habe einen Service Impact, das Ding ist einmal kurz offline. Das ist doof und aus Karma-Gründen nicht zumutbar. Das selber zu bauen ist nicht ganz so einfach, weil ich wissen müsste, welche Interface gab es vorher, die müsste ich dann runterfahren und welche muss ich jetzt hochfahren, bei welchen hat sich welche Eigenschaft geändert. Das ist alles nicht ganz so einfach. Aber das hat netterweise schon mal jemand gemacht, nämlich die Amis von Cumulus Networks, die dasselbe Problem haben. Die bauen eine sogenannten Open Networking Plattform, ist das Buzzword dazu. Das ist ein Debian-Derivat, basiert, glaube ich, auf Debian Jesse aktuell. Das kann man auf Dell, Mellanox und Brocade-Switche, glaube ich, installieren.
Und da gibt es ifupdown 2. Das ist in Python geschrieben, ist relativ überdeckungsgleich mit ifupdown, aber nicht komplett. Von Hause aus kann das Ding schon mal Dependency Resolution. Das heißt, wenn ich einen Channel habe, also einen Bond über zwei Interfaces, da drauf ein WLAN und dann vielleicht noch schlimme Dinge tue, weiß er, in welcher Reihenfolge er die hochfährt. Also erst Physik, dann Bond, dann WLAN. Das hängt von einem normalen ifupdown davon ab, in welcher Reihenfolge die in der Config stehen. Das heißt, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ich kann die jetzt auch alphabetisch sortieren, dann finde ich sie besser. Es gibt ifreload. Das macht genau das, was ich gerne hätte. Lies Config, guck dir Realität an, mach Realität gleich Konfiguration. Tada! Es kann auch WLAN-Aware Bridges, das haben die Jungs auch gebaut, also auch im Linux-Kernel selbst. Das gibt's ab 4.4, glaube ich. Das heißt, eine normale Bridge in Linux weiß jetzt, was ein WLAN ist, wenn ich das aktiviere mit einem Eintrag im SysFS. Das heißt, auf einmal kann ich auf jedem Port filtern, welche Tagged WLANs da rein und raus dürfen. Das ist relativ cremig für Hosting-Maschinen. Es kann VRFs, was das ist, dazu gleich mehr. Und es kann auch noch VXLAN, dazu auch noch gleich mehr. Was es noch nicht kann, das ist ein bisschen bedauerlich, ist PPP-Interface. Mit normalem ifdown kann ich ja sagen, Call Provider oder wie das Ding heißt, und dann fährt er mir eine PPP-Session hoch. Das gibt's noch nicht. Das müsste mal wer bauen. Aber das ist ja per Python leicht erweiterbar. Und die Jungs vom Upstream sind ziemlich kommunikativ. Wenn man mit denen ein bisschen mailt, geht denen das auf den Keks und die laden einen in das interne Slack ein. Mittlerweile kann das Ding Batman-Interface konfigurieren, das ist auch schon im Upstream. Und mittlerweile kann es auch GRE-SIT und IP-IP-Tunnel konfigurieren, das ist auch schon im Upstream-Branch. Es sind noch 3 Pull-Requests offen für kleinere Bugs und ich glaube, einer wird noch kommen. Die haben noch ein Thema mit MTUs. Aber das macht eigentlich Spaß, mit denen was zu bauen. Also wenn jemand Bock hat, das PPP zu bauen, machen. So, damit kann man schon ganz schick anfangen, sich den Netzwerkteil zu automatisieren. Ich baue mir, wie vorhin gezeigt, meine Netzwerkconfig im Pillar zusammen. Es gibt bei uns ein Python-Modul mit roundabout 1000-ish Lines of Code, was den SDN-Teil abbildet. Das heißt, das liest daraus Dinge ein, zum Beispiel die vorhin genannten Rollen, generiert dann Batman-Interface, generiert mit ein paar Stichworten noch zum Beispiel Breakout-Interface für ich möchte gerne jetzt Mesh on LAN hier breakouten oder ich möchte gerne das, was im Batman ist, breakouten, um es auf Access Points zu schieben in ein bestimmtes WLAN. Das ist relativ vereinfacht. Es baut Konfigurationen für Bird, wie so eine OSPF-Config aussehen, mit welchen BGP-Neighbors möchte ich reden. Es baut OpenVPN-Interfaces und so weiter und so fort. All das könnt ihr klauen, das ist fertig. Da unten auf GitHub. Das haben wir schon. Damit haben wir jetzt eine Automatisierung und wir haben eine komplette geroutete Infrastruktur mit allen 60 plus, ich glaube mittlerweile fast 70 Systemen, die wir so im Hochstift verteilt haben. Jetzt hätte ich gerne noch, dass meine Services, zum Beispiel so unwichtige Dinge wie DNS und NTP, primär DNS, dass die immer da sind. Weil ich per DHCP ja allen Handys, Laptops, was auch immer, einen DNS-Server rausgebe und wenn der nicht da ist, werden Menschen sehr traurig, weil dann geht nichts mehr. Da gibt es sowas wie Anycast. Da ich eh schon überall BGP habe, kann ich auch dafür sorgen, dass ich dieselbe Service-IP auf mehreren DNS-Servern habe und im Netz announce und wenn der Dienst da läuft, dann sagt er, hallo hier, ich kann auch Anfragen beantworten und wenn nicht, dann nehme ich das Announcement weg. Das kann man auch relativ einfach bauen mit diesem Anycast Health Checker. Das habe ich gestern tatsächlich zum Fliegen gebracht. Ist auch kein großes Hexenwerk. Das wird noch in unserem Salt-Ding auf GitHub aufpoppen. Da ist es noch nicht drin. Bisher ist das per Hand gecraftet. Das wird irgendwie diese oder nächste Woche wahrscheinlich kommen. Obacht, wenn man ECMP nutzen möchte, also heißt, wenn ich zum selben Ziel über verschiedene Wege kommen soll, dass der eine da lang, der andere da lang geschickt wird, mindestens Kernel 4.4 nutzen. Ansonsten macht er das nicht flow-based, das heißt, eine Verbindung nimmt immer denselben Weg, sondern er macht Round-Robin. Das ist relativ doof, wenn ich eine Verbindung habe, die aus mehreren Paketen besteht, dann fällt die nämlich zwischendrin um. Aber dafür braucht man nur einen aktuellen Kernel. In Debian Jesse gibt es 4.9.18 in Backports, Entschuldigung. Der tut super. Traffic Engineering. Ich möchte, dass mein Traffic möglichst die kürzesten Wege nimmt. Das kann ich zum einen per OSPF steuern über Kosten oder ich kann noch ein bisschen zaubern, dass ich zum Beispiel mein
Layer-2-Netz, was ich im Batman habe, virtuell unterteile in die DHCP-Pools, die die Gateways haben und dafür sorge, dass der DHCP-Pool, den wir als Prefix abbilden, als Subprefix, dass dieser ganze Traffic zu diesem Gateway direkt geroutet wird, weil üblicherweise anzunehmen ist, dass aus Batman-Shortest-Path-Sicht das wirklich der kürzeste Weg ist. Sowas haben wir zum Beispiel gebaut und ich möchte, dass innerhalb des Batmans ich wenig Quertraffic habe. Das kann ich damit ja zumindest für V4 relativ leicht vermeiden. Für V6 bin ich da ziemlich in den Allerwertesten gekniffen, weil ich da keine greifbare Adressierung habe, wenn ich mehrere Gateways im selben Layer 2 Netz habe. Das gibt's auch schon fertig. Hatte vorhin schon kurz was von VRFs erzählt. Eigentlich rede ich hier über VRFs Lite. Das Buzzword oder die Abkürzung steht für Virtual Routing and Forwarding Instance. Damit kann ich mehrere Layer-3-Netze trennen, quasi Schizophrenie in Routern, wenn man so möchte. Das braucht man als Service-Provider üblicherweise, wenn man über seinen Backbone verschiedene Kunden transportiert, sprich eine Telekom, die, was weiß ich, alle Avato-Standorte verbindet oder alle Standorte von, was weiß ich, Edeka. Da gibt's was von Ratiofarm. Zum einen gibt es seit 1999, habe ich bei Recherchen festgestellt, Policy-Routing, das ist uralt. Das dürfte fast jede Freifunk-Community im Moment nutzen. Damit kann ich sagen, wenn über das Interface was reinkommt, wenn von der Source-IP was reinkommt, dann schiebt das doch mal in diese Routing-Tabelle. Routing ist ja normalerweise nur abhängig vom Ziel, aber das möchte ich in diesem Falle vielleicht nicht nur, sondern ich möchte gucken, wo kommt es denn her. Das hat aber relativ viel Fußschusspotenzial. Erstens, ich muss alle Rules, die ich baue, für V4 und V6 bauen. Ich muss für alle Input-Interfaces gucken. Könnte ja sein, dass irgendwer spooft, wenn ich das nicht irgendwo wegfiltere. Ich muss alle meine Source-Prefixes checken. Ich brauche irgendwie ein Pipe-Protokoll im Bird, dass es mir meine ganzen Routen in beide Tables schiebt, damit ich noch sinnvoll debuggen kann. Ich kann das nicht sinnvoll persistieren. Also es gibt für Policy-Routing keinen fertigen Persistenzmechanismus, der mir nach einem Reboot die ganzen Rules wiederherstellt. Das muss ich mir zu Fuß bauen. Das ist aus Management-Sicht eigentlich eine Katastrophe. Das andere Extrem, was es auch schon länger gibt, seit 2008, 2009 meines Wissens, sind Network-Namespaces. Das ist eine sehr harte Trennung. Da kann ich jetzt mehrere Namespaces bauen, die eigene Routing-Tabellen haben, die dann sogar eigenes Policy-Routing erlauben, wenn ich möchte, und die eigene Netfilter-Regeln haben. Und ein Netzwerk-Device, also WLAN, Bond, echte Netzwerkkarte, kann ausschließlich in einem Network-Namespace sein. Das ist schon ziemlich krass. Und das hat noch einen Nachteil. Die Prozesse, FastD, Webserver, Bird, was auch immer, müssen in diesem Network-Namespace laufen. Das heißt, ich kann sie nicht mehr in beiden Bereichen laufen haben. Das ist so im Freifunkumfeld eigentlich zu vieles Guten. Aber da gibt es seit Kernel 4.3 auch von den Cumulus-Jungs jetzt das VRF Lites für Linux. Das ist basically ein geileres Policy-Routing. Die Idee ist, ich baue mir ein virtuelles Interface, was ein VRF ist. Also es gibt nur einen neuen Interface-Type in diesen Kerneln. IP-Link unterstützt das auch. Und knote meine echten Interface an dieses Interface dran. Also es ist quasi ein Master, wie physikalisches Interface hat als Master den Bond oder eine Bridge oder ähnliches. Und darüber baut mir der Kernel eine Policy-Rule, wenn über dieses Master-Interface irgendwas reinkommt, dann gehen wir in diese Routing-Tabelle. Das heißt, ich habe in dem Moment auch nicht mehr das Loophole, dass wenn in dieser Routing-Tabelle dann was nicht gefunden wird, dann, wobei doch das Loophole habe ich noch, aber das habe ich kein Problem, das erkläre ich gleich, warum das kein Problem ist. Das haben auch die Jungs gebaut, das kann seit 4.5 ist das wirklich brauchbar, ich würde aber 4.9 nehmen. Also das ist in mehreren Schichten gekommen, erst nur für IPv4, dann für IPv6 und dann Bugfixes, weil schlimme Dinge und überhaupt. Da würde ich einfach den aktuellsten Kernel nehmen, damit läuft das ziemlich cremig. Hier sind ein paar Links zu Blogartikeln drin, wo man nachlesen kann, was die sich dabei gedacht haben und warum das eine coole Idee ist. Wer das lesen möchte, dem kann ich das nur höchst empfehlen. Sieht in der Realität so aus. Ich baue mir, wie gerade gesagt, dieses Interface vom Typ VRF und setze das dann als Master-Device für irgendeine echte Netzwerkkarte. Im Gegensatz zu Policy-Routing wandert in dem Moment, wo ich den zweiten Befehl absetze, die Device-Route für das Prefix auf dem echten Interface in die andere Routing-Tabelle, die mit dieser Table-ID, wo ist es? Hier. Die in dieser wandert dann in diese Routing-Table. Das passiert bei normalen Policy-Routing ja nicht. Das heißt, hiermit habe ich wirklich eine harte Segmentierung. Da kann also nicht mehr viel schief gehen. Das sieht dann
in ETC Network Interfaces so aus, was relativ einfach ist. Ich habe eine Netzwerkkarte. Netterweise kann ich hier alle IPs hintereinander hinschreiben. Ich brauche nicht mehr mehrere Blöcke dafür. Schreibe meine beiden Gateways dahin, sage, welche VRF ist das, definiere die unten aus die Maus. Damit habe ich jetzt meine externe Netzwerkkarte vom internen Netz getrennt und wenn ich keine Klimmzüge mache, gibt es dazwischen keinen Weg mehr hin und her. Das ist für diese ganzen Gateways ziemlich nett. Das heißt, ich möchte ja Fastly-Einwahl haben, dafür brauche ich eine öffentliche IP. Dafür nutzen wir das jetzt und für ein paar Webserver. Das heißt, das sieht jetzt so aus. Früher hatte man ja in der Hauptrouting-Tabelle das öffentliche Netz und in üblicherweise Routing-Table 42, wenn wir alle vom selben geklaut haben, das Freifunknetz. Genau das haben wir jetzt umgedreht. Das heißt, wenn ich nichts tue, bin ich im internen Freifunknetz und der einzige Exit, den ich habe, sind die 3 oder 4 Exit-Points Richtung Rheinland-Backbone, die wir betreiben. Das heißt, ich kann genau steuern, wo mein Traffic rausgeht und es passieren keine schlimmen Dinge. Wenn ich lokal rausgehen möchte, muss ich das explizit angeben. Das heißt, in meiner Haupt-VRF fahre ich mein dynamisches Routing, baue mir mein Netz zusammen und kann da ganz normal das Netz debuggen mit Standard-Tools, ohne irgendwelche Klimmzüge machen zu müssen. Also sprich Ping, Traceroute, MTR und ähnliches funktionieren da wunderbar. Möglicherweise habe ich auf so ein paar Kisten eine externe VRF. Darüber möchte ich natürlich meine Grid-Tunnel zum Backbone abbilden. Darüber möchte ich meine OpenVPN-Verbindung abbilden und meine Fastly-Einwahl und vielleicht noch ein paar eigene Services, die öffentlich erreichbar sein müssen. DNS, Webserver, Mail-Server und so Zeug. Das heißt, möglicherweise möchte ich jetzt aber auch, dass sich zwei VRFs unterhalten können. Also mein internes Freifunknetz mit meiner externen, weil ich nicht möchte, dass meine Kommunikation, was weiß ich, wenn jemand aus dem Freifunk auf unsere Webseite geht, macht es jetzt keinen Sinn, dass ich das einmal durchs Rheinland-Backbone, durchs Internet schleife, dann kommt es wieder zu mir auf meine selbe Maschine und geht wieder den Weg zurück. Ich habe gesagt, das ist relativ kompliziert, also man muss das explizit wollen. Dafür braucht es ein virtuelles Netzwerkkabel in diesem Linux. Das nennt sich einen VETH0-Paar. Das kann ich einfach als Devices anlegen, stecke ein Ende in meinen Haupt-VRF, eins in die externe, pack mir da IPs drauf und im Zweifelsfall spricht der Rechner dann BGP mit sich selbst und das Netz wird überall announced. Sieht ungefähr so aus. Also ich lege mir so ein Interface-Paar an, sage, wie beide Enden heißen sollen und kann dann diese Interface ganz normal konfigurieren. Und einen davon muss ich dann noch mit Setmaster in die andere VRF stecken. Auf einmal habe ich eine Verbindung zwischen den beiden Dingen und kann sinnvoll per Firewall und per Routen, die ich austausche, gucken, was soll von wo nach wo gehen dürfen. Das mache ich für Dienste. Ich hatte gerade schon gesagt, SSH soll möglicherweise erreichbar sein, eigener Git-Server zum Beispiel oder eigener Webserver. Wenn ich da keine Klimmzüge für tue, mit einem System, was zwei VRFs hat, kriege ich von außen die Anfragepakete an den Dienst, zum Beispiel an SSH. Der weiß es aber nicht besser und schickt sie über meine normale Standard-VRF wieder raus. Das heißt, ich schicke an die offizielle IP, der denkt, okay, muss wieder raus, meine Default-Route geht übers normale Freifunknetz raus, das wird genattet und der Client, der die Antwort kriegt, denkt, das ist nicht für mich, das habe ich nicht rausgeschickt. Dafür gibt es aber auch was von Ratiofarm, nämlich unten genannte SysCTLs. Für TCP gibt es das schon länger, das funktioniert auch ziemlich super. Da kann ich sagen, wenn so ein Paket reinkommt, dann schreibt er doch mal dran, über welches Interface das reingekommen ist und sagt das der Applikation. Beziehungsweise merkt ihr das im Kernel irgendwo und abhängig von diesem Interface wird die Routing-Entscheidung getroffen. Auf einmal kann ich dann auch auf die externe IP SSH oder auf den Webserver zugreifen oder sonst was tun. Mit DNS ist das nicht ganz so einfach, weil UDP, es gibt jetzt seit Kernel 4.11 diesen Schalter da unten, ich glaube 4.11, vielleicht 4.10. Das klappt aber noch nicht so ganz, da habe ich noch ein Thema mit. Ansonsten muss man Applikationen patchen, das ist aber auch kein Drama. Wir haben viel OpenVPN im Einsatz. Ich möchte natürlich, dass das über das Internet-Facing-Interface den Tunnel aufbaut, aber das, was im Tunnel passiert, soll bitte im internen Netz bleiben. Das heißt, ich muss OpenVPN dazu kriegen, seine Kommunikation in das externe Netz zu verschieben. Das war ein relativ kleiner Patch. Ich muss noch ein paar Leute motivieren, dass das mal aufgenommen wird. Da werde ich gerade mit was anderem erpresst, was ich vorher machen muss. Funktioniert aber, in unserem APT liegen Pakete, die das können. Ich sprach von DNS. Mit einem Bind kriege ich das nicht hin, mit dem Standard-Sys-CTL. Was man machen kann, ist da wieder Policy-Routing dazu nehmen. Basically ist das ganze VRF-Thema ja nur Policy-Routing on Steroids. Das heißt, wenn ich mir eine Regel mache, wenn von der externen IP was rausgeschickt wird, dann geh mal bitte auch in diese Routing-Tabelle. Auf einmal funktioniert dann auch DNS.
Ich hatte mir trotzdem noch DNS-Dist angeguckt, weil ich auf einem Ripe-Meeting mich mit einem der Power-DNS-Entwickler unterhalten hatte. Der meinte, die müssten das aber können. Gestern Abend um 8 schrieb ich denen, nee, ihr könnt das doch nicht. Dann 2,5 Stunden später oder knapp 3 Stunden später war der Patch da, der macht, dass das geht. Das fand ich schon ziemlich geil. Dann habe ich mir mal gedacht, na komm, ihr baut doch immer Pakete von eurem Git Master Branch. Schade, war noch nicht gemerged, aber 10 Minuten später hatte ich ein Paket, was dann aus mit diesem Commit gebaut wurde. Ich habe es leider noch nicht getestet, fragt mich morgen. Ich bin aber sicher, selbst wenn es nicht geht, 2 Stunden später geht's. Nächster Punkt, PPPD. An manchen Standorten haben wir DSL. Irgendwer kauft dann lokal mal eine DSL-Leitung für Redundanz oder mal als Breakout Richtung Backbone. In der City haben wir zum Beispiel einen, die Werbegemeinschaft respektive eins der Mitglieder finanziert aktuell, ich glaube, einen 50-10er-Anschluss, über den wir einen Großteil des Traffics aus der City ausleiten. Da habe ich dasselbe Problem. Die PPP-Session möchte bitte in der externen VRF laufen. Das heißt, wenn da irgendwas reinkommt, ist ja eine offizielle IP, dann soll das bitte auch da bleiben. Jetzt denkt man sich, naja gut, so ein PPPD hat ja so eine IP-Up-Script. Da kann man ja, wenn die Verbindung steht, Dinge tun und einfach mal sagen, okay, hier set master VRF external. Pustekuchen geht leider nicht. Bisschen im C-Code rumgestochert, 30 Stellen gefunden, wo ich glaubte, dass das hilft. Half auch nicht. Aber man kann da was bauen. In dem Post-Up-Script setzt man sich einfach ein AT-Kommando auf ein anderes Skript ab, was man eine Minute oder Sekunden nimmt, was man sofort startet, das sleept irgendwie 10 Sekunden, ruft noch ein anderes generiertes Skript auf und setzt dann das Master-Interface. Ist nicht schön, aber funktioniert. Wenn jemand Langeweile hat und durch alten C-Code durchsteigen möchte, der seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr angeguckt wurde, ist das auch noch eine dankbare Aufgabe. So, jetzt haben wir Automatisierung, haben unsere Services ausfallsicher, dank Anycast, und haben unser Routing auch so, dass da eigentlich nichts mehr schieflaufen kann. Jetzt haben wir noch dieses Batman-Problem. Das braucht ja, wie schon mal erzählt, Layer 2. Was ja auch in der City ganz cool ist, dass ich überall dieselbe Layer 2-Domäne habe. Wenn ich also mit meinem Handy durch die Einkaufsmeile der Stadt flaniere und dann einfach mal von einem Access Point zum anderen hoppe, dann falle ich nicht aus dem WLAN raus, sondern bin die ganze Zeit online. Das ist ja eigentlich ganz charmant. Das unterscheidet Freifunk zum Beispiel von diesen ganzen Hotspot-Anbietern. Die kriegen das nämlich nicht hin. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Argument. Den Layer-2-Teil habe ich durch Batman ja schon gelöst. Ich muss also nur machen, dass meine ganzen Router auf dem Weg, die alle Batman sprechen, im selben Layer-2-Netz sind, ohne mir dazwischen überall Tausende von WLANs zu klicken. Da wollten wir mal hin. Da sind wir auch relativ weit, das aufzubauen. Also City Paderborn mit einigen Richtfunkstandorten. Innerer und äußerer Ring sozusagen. Und das ist aktuell noch alles eine Site, aber an einigen dieser Punkte wird es noch Breakouts geben in umliegende Dörfer. Das heißt, da brauche ich mehrere Instanzen drüber. Also hier könnte ich vielleicht noch mit einem WLAN durchkommen, aber ich bräuchte wieder pro Strecke 2 für IP und Batman und so weiter und das skaliert irgendwie alles nicht. Aber ich habe ja ein IP-Backbone. Und so ein Service Provider macht ja eigentlich auch nichts anderes. Also wenn ich mir so ein Telekom-Netz angucke aus derselben Höhe, dann ist das eigentlich ein großer IP-Backbone und ein bisschen Magie oben drüber, dass man alles mögliche transportieren kann. Telefon mittlerweile auch. Zum Beispiel, dass ich alle Standorte von irgendwelchen Firmen darüber verbinden kann. Das ist ja letztlich nichts anderes, was ich hier auch tun möchte. Also greift man doch diese Idee mal auf. Standardansatz eines Netzwerkers, also der Beißreflex wäre, baue mir da was mit MPLS. Das ist mit Linux jetzt noch nicht ganz so einfach. Ein Großteil davon ist schon da, also die Forwarding Plane müsste jetzt im Kernel komplett da sein. Das heißt, ich kann mir das manuell zusammenzimmern. Aber der ganze Flausch drumherum ist noch nicht da, es hat noch keiner gebaut. Aber was es gibt, ist VXLAN. Das ist quasi, ich packe Ethernet Frames in UDP-Pakete ein, auf einmal kann ich es wieder per IP transportieren. Man könnte auch sagen, poor man's approach to MPLS. Die Idee ist nämlich echt dieselbe. Gedacht ist das für Data Center. Da gibt es ja das aktuelle Buzzword IP Fabric, was ja eigentlich dieselbe Idee ist. Ich baue mir nur ein IP-Netz, weil damit viele Dinge sehr schön automatisch gehen. Und darüber muss ich leider Layer 2 transportieren, weil die üblichen Serverdienste und Anwendungen und Ähnliches erwarten, dass sie in einem großen Netz sind. Das mache ich mir einfach zunutze. Wenn ich jetzt dafür sorgen möchte, dass ich eine große Layer-2-Domain habe, muss ich irgendwie Multicast-Routing an den Start kriegen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ja nur 2 Punkte verbinden, also Backbone-Router hier, bisschen Richtfunk, Backbone-Router 2. Das ist unter Linux auch kein großer Akt. Das Schweizer Netzwerker-Taschenmesser-IP hilft da auch.
Das heißt, ich lege mir so ein Ding an, schreibe da eine ID dran, sage vielleicht noch, über welches Interface soll das rausgehen. Soll es eine Point-to-Point-Verbindung zwischen zwei Geräten sein, also Unicast-Verbindung, oder soll es Multicast sein? Von welcher Adresse aus los und Abfahrt. Das sieht mit if-up-down dann so aus. Das heißt, ich schreibe da eine ID dran. Ich sage ihm, über welches Interface. Wir haben vorhin schon mal dieses WLAN 1001 gesehen. Jetzt steht da eine Multicast-Adresse. Das ist einfacher für mich, es zu bauen. Also das sind jetzt zwei Geräte, Backbone-Router unterm Dach, Gateway unten, die miteinander Batman sprechen sollen, damit über den Backbone-Router es dann Richtung Richtfunk gehen kann. Multicast ist deswegen einfacher, weil ich auf beiden Seiten einfach dieselbe IP generieren kann, aus dem Wissen, was ich habe. Wenn man sich das mal scharf anguckt, stellt man fest, dass hier 10.2 aussieht wie das da oben. Die 0 fällt nur einfach weg. Das heißt, WLAN-ID in der Mitte durchschneiden, erste Hälfte, zweite Hälfte. Das da hinten ist die Site, das fällt aus dieser Information hier raus. Wenn man sich die MAC-Adresse hier unten anguckt, sieht die genauso aus, 10.002. Und hier die Site, ist jetzt zufällig nur umgedreht. Das da vorne, 00C1, ist die Loopback-ID oder IP von dem Gerät. Das müsste 193 sein. Wer gut in Mathe ist, kann sich ausrechnen, dass das da in einfach mal zusammen ausgerechnet mit jeweils mal 256, genau dasselbe ist wieder oben. Das generiert man sich alles einfach. Das kann man auf beiden Seiten genauso generieren, weil Site ist gleich, Underlay Interface ist gleich. Und auf einmal habe ich das fertig. Wer gut aufgepasst hat, sieht, dass hier eine ziemlich große MTU steht. Ich muss natürlich jetzt meinen Batman irgendwie einpacken. Das heißt, auf dem Kabel habe ich nachher das da. Ich habe einen ziemlich großen Stapel an Dingen. Ich habe oben das IP, was man auf dem Handy im Freifunknetz nutzt. Packe das in Batman ein. Das ist ja quasi Gott gegeben. Packe das jetzt wieder ein in VXLAN. Das packt man ein in UDP respektive IP. Transportiere das noch über ein WLAN und dann übers Kabel. Das heißt, am Ende des Tages bin ich bei 1628, was ich übers Kabel schiebe. Macht aber nichts. Die üblichen Switche können das. Bei TP-Link muss ich es nicht mal konfigurieren. Bei Cisco muss ich es einmal konfigurieren und das Ding dann durchbooten. Bei Netonix muss ich es pro Port einmal reinklimpern. Ich glaube, mehr haben wir nicht mehr, ne? Dann habe ich das fertig. Achtung, große Falle, wenn man das irgendwo vergisst, hat man ein schwarzes Loch, weil es keine Methode auf Layer 2 gibt, die sagt, hallo, dein Paket ist zu groß. Und mit if-up-down kann man sich das auch sehr schön pro Interface setzen. Da unten ist der Link zu unserem SDN-Controller sozusagen. Da ist die Magie drin, die dafür sorgt, dass die Interface jeweils die richtige MTU kriegen. Damit haben wir das. Was haben wir dabei noch so alles gelernt? Offloading ist ein Thema voller Missverständnisse. Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass, wenn man jetzt Daten durch die Gegend schiebt, dass möglichst viel in Hardware passiert, weil die normale CPU sich nicht damit beschäftigen muss. Also Checksum Offloading für Pakete, die ankommen, verifizieren oder Checksum bauen, wenn ich Pakete rausschicke oder. Das macht aber nicht so richtig viel Spaß. Der Unterschied zwischen Offloading an und Offloading aus ist 4 Kilobyte pro Sekunde mit an und 40 Megabyte pro Sekunde mit aus. Warum, ist mir eigentlich auch nicht so ganz klar, aber wenn ich Pakete durch ein Linux-System transportiere, also kommt an und er schickt es weiter, funktioniert Offloading in den meisten Fällen eher als harte Bremse. Das ist wohl dafür gebaut in den meisten Implementierungen, dass ein Server Pakete annimmt und nur rausschickt, aber sie nicht durchroutet, respektive forwardet. Filtert, BCP38 wäre das Stichwort, also an allen Stellen, wo man Nutzer-Traffic annimmt, gucken, ob das die richtigen IPs für das Netz sind und alles andere wegschmeißen, also kein Spoofing erlauben. Nehmt aktuelle Kernel, in den vorherigen sind Dinge entweder noch nicht funktional oder kaputt. Kernel 4.6, 4.7 haben irgendwie Schmerzen mit IPv6 Routing und VRFs, das ist irgendwie subtil kaputt, mir ist nicht ganz klar warum, aber in alten geht's. Kernel 4.8 hat Probleme mit Bridges und Batman. Wenn man da aktuellere nimmt, dann weint es deutlich weniger. Und IPv6 und Fragmentation ist da auch so ein Thema. Das heißt, da kann es auch schon mal sein, dass die Box umfällt, wenn da passend fragmentierte IPv6-Pakete reinkommen. Genau. Oh. Das möchte man irgendwo unterbringen, um die wichtigen Offloading-Themen auszuschalten. Scatter-Gather-List, Receive-Offload und so weiter und so fort. Auf einmal wird es dann schnell. SystemD ist auch ein Quell der Freude. Wenn man OpenVPN nutzt und 10, 15 Tunnel parallel hochfährt,
macht SystemD das ja in Wortwahl oder wörtlich in Parallel. Das heißt, ich habe mir jetzt gedacht, na komm, wir generieren diese ganzen Interfaces und die IPs für die, wie die Tunnel auch einfach in Network Interfaces und fahren die mit IFUP hoch. Das triggert leider einen fürchterlichen Locking-Bug in IFUP Down 2. Wenn ich das Ding 2-3 Mal parallel starte, habe nachher kein Interface mehr irgendeiner IP. Das heißt, man muss da ein bisschen Locking-Flausch drum rumlöten und auf einmal geht das dann auch. Bird 1.6.1 vor knapp einem Jahr, würde ich mal tippen, hatte auch so leider einen kleinen Bug. Da hatten wir noch das alte Setup mit Policy-Routing und 2 Tabellen und einem Pipe-Protokoll im Bird, das die in Sync hält. Wenn man mehr als, ich glaube, 100 Routen ungefähr durch das Pipe-Protokoll schickte, segfaultete das Ding irgendwie ziemlich deterministisch. Damals hatten wir erstens noch unattended Upgrades an, unter anderem für Bird. Das heißt, eines Morgens kommt man um 9 ins Büro und stellt fest, die Weathermap ist überall grau. Da geht kein einziges Byte mehr durch. Das ist eher doof. Na gut, dann macht man unattended Upgrades aus, respektive packt Bird in die Blacklist davon, dass er es nicht aktualisiert und freut sich des Lebens und hat nach 20 Hosts das Bird wieder downgegradet und alles läuft wieder. Jetzt kommt man am nächsten Morgen wieder ins Büro und stellt fest, scheiße, die Weathermap ist schon wieder grau. Warum? Im Salt stand drin package.latest. Das heißt, Salt hat in der Nacht das Bird-Paket nochmal aktualisiert. Das haben wir dann auch ausgemacht. Und damit war dann Freifunk bei uns 2-mal aus. Ups. Also man sollte sich überlegen, wo man automatisierte Upgrades dann vielleicht noch macht. Unattended Upgrades haben wir immer noch an. Das hat uns seitdem auch nie wieder gebissen, aber Bird habe ich immer noch geblacklistet aus Gründen. APU 2B, also Revision 2B, hat leider auch so ein Thema. Wenn man die rebootet, kann es sein, dass sie beim Reboot hängen bleibt. Sprich, das Ding fährt runter und bleibt dann irgendwo im BIOS oder in irgendeiner Initialisierung hängen. Alle Ports gehen auf 100 Mbit und der kommt nicht wieder. Spannenderweise habe ich jetzt festgestellt, da die Remote Hands nicht gegriffen haben, nach einer Woche kommt er wieder, ziemlich genau. Ist aber auch eher doof. Das Advisory würde wahrscheinlich ungefähr so lauten, wie da steht. Da kann man sich aber auch so ein bisschen helfen, dass man zumindest noch an die Management-Netze drankommt. Die Idee ist, dass an jeder POP ein eigenes Management-Netz hat. Wenn ich dann Router habe, sprich die APU, dann kann die das auch routen, verteilt das per OSPF, ich komme also von überall aus dran. Es sei denn, die APU ist kaputt. Vielleicht möchte ich aber dann trotzdem an irgendeine Richtfunkschlüssel, die an diesem Standort ist, drankommen. Also exportiere ich mir einfach das Management-Netz über die WLAN-Strecken und kann es mir von außen dann nochmal greifen. Hilft, hat uns 2-mal den Hintern gerettet. Sieht dann ungefähr so aus, auf einer, das ist jetzt eine Nano-Beam, Power-Beam, glaube ich. Das heißt, ich brauche einmal das Management-WLAN, die ich mir bauen muss, die Interface, packe die normalen Interface in eine normale Bridge, das heißt, alle WLANs, die man da so durchschiebt, gehen da durch. Denke auch dran, dieser Bridge eine hohe MTU zu geben, sonst habe ich ein schwarzes Loch gebaut, aller spätestens, wenn Batman kommt. Und baue mir eine zweite Bridge, die das Management-WLAN transportiert. Das wird nämlich sonst rausgefiltert. Das heißt, in dem Moment kann ich jetzt von einem anderen Standort mir das Management-Netz konfigurieren zu Fuß, wenn ich es brauche, und habe nochmal eine Backdoor und kann dann Dinge tun. Das hilft. Wo sind wir mittlerweile? Haben über 60 Systeme am Start. Großteils mittlerweile Hardware in der Stadt, aber auch einen ganzen Stapel VMs, DNS-Server, Gateways, Mail-Server, Monitoring, sprich LibreNMS plus Alsinga 2. Das macht sehr viel Freude. Haben Server auch in Deutschland verteilt. 2 davon stehen netterweise in Paderborn und haben eine Richtfunkanbindung an das ganze Richtfunk-Backbone. Das ist ziemlich nett. Sind auch per Richtfunk miteinander verbunden. Einer steht in Berlin, weil es da eine Option gab, günstig Blech unterzustellen und wo Traffic keine Rolle spielt. Das heißt, der hängt per VPN im Netz und ja, das Monitoring Duo LibreNMS und Alsinga 2 nölt, wenn was kaputt ist, und malt lustige Graphen, wo wie viel Traffic durch die Gegend fließt. Das spricht eine schöne Weathermap, plus halt die normalen Graphen, wie viel wir durch die Gegend schieben. Aktuell sind wir bei 240 Mbit üblicherweise jeden Abend. Da wird wahrscheinlich bald noch ein bisschen mehr passieren. Wir bauen noch ein paar Standorte aus. Einer fehlt noch. Korrigiere mich, mein Kompagnon. Der 30 Meter hohe Turm fehlt noch. Da brauchen wir noch einen Steiger für. Nee, 2 fehlen noch. Und das ähnlich hohe Kreishaus, was sich auch angeboten hat, fehlt auch noch. Dann sind wir relativ nah an dem dran, was ich vorhin als Planungskarte gezeigt habe. Eine Verbindung hat sich als geht nicht erwiesen. Ich hoffe, der Rest funktioniert dann besser. Also Bäume im Weg und so schlimme Dinge. Was machen wir mittlerweile an Hardware? Wir hatten am Anfang einen ziemlich großen Zoo aus gesponsortem Zeug. Alte Richtfunkantennen, die, ich glaube, zu 10, 20, 30 Stück irgendwie vom Laster gefallen sind, weil der alte Provider sie nicht mehr wollte und ersetzt hat.
Mittlerweile wollen wir sie auch nicht mehr. Und versuchen das zu homogenisieren oder haben das zu 95%+ homogenisiert auf nur noch APUs als Richtfunk oder als Backbone-Router. Alle Switche sind mittlerweile von Netonix, das heißt auch da ist alles gleich, das funktioniert auch ziemlich super. Die Dinger sind ganz lustig, die kommen in der Packung. Das erste, was einem entgegenflattert, ist ein DIN A4-Zettel, wo drauf steht, es tut ihnen leid, dass sie keine Zeit hatten, Doku zu bauen, sie haben lieber Zeit ins Engineering gesteckt, aber man wird wohl klarkommen. Das stimmt aber auch. Wenn man weiß, was ein WLAN und was ein LAG ist, dann nimmt man das Webinterface, konfiguriert sich das zusammen und braucht keine Doku. CLI ist aber eher so Mittel. Und von UBNT haben wir eine ganze Menge Zeug, Powerbeams mittlerweile. Das Rentier sitzt da unter einer 300er. Davon haben wir mittlerweile 10 oder 20 Stück verbaut in der City für kürzere Strecken. Nehmen die 500er für längere Strecken, schieben da üblicherweise so um die 300 Mbit durch, also können da durch, so viel Traffic haben wir noch nicht. Nutzen Lightbeams, dazu gleich noch mehr. Und die AC Mesh Pro, die neuen, haben wir jetzt eine Handvoll schon verbaut als Access Points selber. Die fahren wir mit Stock-Firmware, weil es einfach besser funktioniert. Und weil 5 GHz damit geht. Das Zeug verwalten wir zentral mit einem Unify. Ich hatte jetzt mit Aufschreien wegen zentralistischer Kackscheiße gerechnet. Das funktioniert aber auch ziemlich gut. Also das Zeug von UBNT dreht in Summe eigentlich ganz gut, wenn man es alles so zusammensteckt, wie sie sich das vorstellen. Das heißt, die Access Points, die wir überall haben, hängen im jeweiligen Managementnetz. Kann man unten an den IP-Adressen sehen. Pro Standort ein eigenes /24. Und haben da auch mittlerweile 2-3 Handvoll, die wir so betreiben und zentral darüber konfigurieren. Sprich zentrale SSIDs, pro Gebiet eine eigene, mit welchem WLAN gehört dazu und machen darüber Firmware-Updates und ähnliches. Das funktioniert ganz super, das kann ich eben nur empfehlen. Dann haben wir uns was überlegt, um aus dem 5 GHz Problem rauszukommen, nämlich Pump. Premium Ultra Mesh Plus nennt sich das. Das Problem ist, dass ich auf 5 GHz ja DFS zwingend brauche, wenn ich mich an den Standard halten will, was aber mit einem Linux Access Point so nicht geht. Es ist nicht zertifiziert und oder keiner hat es gebaut. Ich glaube, es ist ein Zertifizierungsproblem. Das heißt, einen normalen 5 GHz Access Point nehmen, sei es jetzt irgendwie so ein kleines Gerät, was ich mir auf den Tisch stelle oder was ich an eine Wand schraube, wie so ein Mesh Pro zum Beispiel, und dann Gluon drauf tun, fällt aus. Also es gibt keine Firmware, die das kann, respektive darf. Jetzt möchte ich aber vielleicht trotzdem 5 GHz nehmen zum Meshen, weil einfach weniger los ist in der Luft und ich da besser klarkomme mit vielen Kanälen. Unser Fix dafür ist, man nehme zum Beispiel so einen 120 Grad Sektor von UBNT, schraube den irgendwo an Masten, fahre den mit Stock-Firmware, mache da einen Access Point drauf, einen offenen. Jemand, der lustig ist und sich da dranhängen will, kauft sich einen 5 GHz AC irgendwas, sei es jetzt Nano, Beam, Lightbeam, was auch immer, also zum Beispiel das Lightbeam-Gegenstück, konfiguriert sich den als Stock-Client, macht das Ding in Bridge-Modus, steckt hinten dran das, mit dem er meshen will und macht Mesh on LAN an. Aus die Maus. Also ist ein bisschen Hardware-Schlacht, aber löst das Problem legal und funktional. Das haben wir noch nicht getestet, weil wir seit 3-4 Monaten darauf warten, dass der Varia Store uns mal diese ganzen Lightbeams liefert, die das LAN schon bezahlt hat. Sie sollen jetzt im Gestern, okay, sie hätten gestern kommen sollen. Ja, wie sieht das dann so aus? No. Das ist zum Beispiel ein Standort in der City. Die zwei Jungs sind auch immer dabei, also mindestens einer. Unten sieht man die APU, oben so ein Switch, schön eingebaut, ein paar Search-Protektoren und Strippen, die aufs Dach gehen. Das ist jetzt irgendwo unter das Dach geschraubt in einem Gebäude, was bald abgerissen wird. Ich hoffe erst später. Paderhalle, die Stadthalle in Paderborn. Links vorher, rechts hinterher. Also wir machen da schon so ein bisschen Hardware-Schlacht. Auch da wurden die Kabel gezogen vom Gebäudemanagement der Stadt. Das heißt, die haben die Pinne aufs Dach geschraubt und uns die Strippen gezogen und das Kabel gekauft. Das heißt, das Einzige, was wir noch machen mussten, ist den Schrank da an die Wand dübeln, schön alles auflegen, APU reinsetzen, Switch reinsetzen, konfigurieren, Richtfunkstrecken anmachen und nach Hause gehen. Hat aber trotzdem den ganzen Tag gedauert. Und am selben Abend haben wir dann auch noch eine Schule aufgebaut, bisher nur eine Strecke, mittlerweile ist der Schrank auch zu, wo dann genau dasselbe aussieht. Also sprich, das ist so das Setup, was wir einfach von der Stange nehmen, wo wir uns letztes Jahr 33.400 Euro vom Land für beantragt haben, mit das wollen wir tun, mit der Hardware wollen wir das tun, ungefähr das und das wird es kosten und wir haben alles bis auf 5 Euro ausgegeben.
Es gibt in NRW seit 2015 nach einem Landtagsbeschluss, den initial die Piraten eingestielt haben und Rot-Grün das nachher für eine geile Idee befand und dann es nochmal neu aufgesetzt hat. 100.000 pro Jahr 2015 und seit 2016 150.000 pro Jahr Budget für Freifunk. Das heißt, man muss einen schicken Antrag schreiben und kriegt dann Kohle. Denn natürlich zweckgebunden muss das alles ausgegeben werden. Diesen Skill haben wir mittlerweile so ein bisschen gelevelt, würde ich glaube ich mal ganz greis behaupten wollen und haben jetzt ziemlich viel cooles Werkzeug. Seitdem macht das echt Spaß aufzubauen. Haben uns einen Stapel Schränke, Switche, Router, Panels, Kabel und Gelöt gekauft. Das heißt, wir gehen da jetzt hin mit einem Auto voll Zeug. Also, das links ist wirklich nur der Standort. Das Einzige, was wir davon wieder mitgenommen haben, war der 19-Zoll-Schrank und das Innenleben dafür, weil es nicht hingepasst hat und haben halt stattdessen den Schaltschrank da aufgebaut. Das sind 4 Antennen jetzt auf dem Dach, Surge-Protektoren und so weiter und so fort. Damit macht das dann Spaß. Also das ist jetzt schon quasi Freifunk Enterprises, wenn man so möchte. Aber halt alles mit der Freifunk-Idee und viel dabei gelernt. Und wenn man dann abends auf dem Dach steht und dann in die City guckt, dann ist das schon alles sehr romantisch, finde ich. Was haben wir noch vor? Die APUs haben ja so ein paar Themen. Also wie vorhin gesagt, zum Beispiel die alten haben das Reboot-Problem. Die 4C übrigens nicht mehr. Zumindest hat es uns bisher nicht gebissen, glaube ich. Da hätten wir gerne noch Serial- und LAN-Adapter, die wir dann in das Netz stecken. Durch diesen Management-Backdoor-Hack käme man ja zumindest noch an die serielle Konsole. Da mir das noch nie passiert ist, wenn ich so ein Ding vor mir liegen hatte, weiß ich nicht, ob das die Welt rettet oder ob das einfach nur ein nettes Feature ist. Ich hoffe, es würde die Welt retten. Die Idee ist, auf den ganzen Access Points, die wir zentral im Unifi haben, noch ein Management-Netz aufzubauen. Also sprich das Management-Netz, was an dem Standort E ist, mit einer WPA2 Enterprise gesicherten SSID rauszuhauen. Das heißt, dass ich selbst wenn ich mit dem Laptop vor dem Gebäude stehe, alles tun kann. Dann arbeite ich noch an einem Proposal respektive V2 dafür, fürs RIPE, dass wir auch PI-Space kriegen. Aktuell ist das für Freifunker nicht erlaubt, wegen Auslegung der Policy. Ich hoffe, das ändert sich bald. Takt hat vorhin einiges erzählt zu T-Flow 2, das hätte ich gerne noch am Start, plus ein AS-Stats, um mal so zu sehen, was geht denn so hier eigentlich? Also wer redet mit wem, mit welchen Gegenstellen reden Menschen denn so? Ich würde erwarten, dass da so Leute wie Akamai und Google ziemlich weit oben sind, vielleicht auch noch Apple und Facebook, aber fände ich einfach mal spannend und bestimmt fallen uns noch viele Dinge ein. Ich stelle fest, ich bin deutlich schneller, als ich eigentlich dachte. Dann kämen wir jetzt zu Fragen oder Anmerkungen. Wie testen wir Änderungen am Salt? Wie war das so schön? I didn't always test my code, but when I do it in production. Erstens, Salt run mit test gleich true. Das heißt, ich lasse mir erstmal anzeigen, was passiert denn hier. Also ich kriege einen Diff der Config. Dann sagt er mir, was würde er ändern. Und dann tue ich das manuell auf einzelnen Kisten. Und wenn sie, also sinnvollerweise eine Kiste, die irgendwie auch mal explodieren darf oder wo ich irgendwie Remote Hands habe oder hinlaufen kann und sie dagegen treten kann. Das sind aber eigentlich keine so großen Änderungen mehr, dass mir das vor die Füße fallen sollte, TM. Es sind halt mal Netzwerkänderungen oder man fährt mal ein Interface runter und dann explodiert das Batman und die Kiste steht. Da haben wir gerade eine von. Also wenn wir jetzt zum Beispiel haben, Batman fährt in einem VXLAN, darunter ist ein WLAN, ich mache das WLAN einfach aus, dann kann es durchaus schon mal sein, dass es eine Explosion im Kernel gibt und das Batman meint, nee, jetzt nicht mehr. Dann hilft nur noch Strom aus, Strom an. Aber ansonsten, handle with care. Es ist aktuell noch nicht wieder an. Mit dem ersten Salt hatten wir das schon, dass jede Nacht einmal ein High State ausgerollt wird. Also sprich, die komplette Config einer Kiste neu geschrieben wird, respektive alles geändert wird, was sich halt ändern müsste. Das haben wir noch nicht wieder an, weil es noch so ein bisschen in Development ist. Das meiste Zeug ist ziemlich fertig. Es funktioniert auch alles. Aber man müsste jetzt der Reihe nach mal diese 60 Systeme durchgehen und gucken, sind sie denn alle zu 100% kompatibel? Das ist halt alles nur ein das ist alles nur ein Freizeitprojekt. Das ist manchmal schon ziemlich deckungsgleich, diese zwei Worte. Das heißt, es ist nicht alles 100% State of the Art, aber wir arbeiten dran. Ja. Nachher auf SlideShare wahrscheinlich, also irgendwo werden sie verlinkt. Sonst noch Fragen? Ja. Der Grund für das VXLAN ist, dass ihr nicht auf den WLAN-Point-Links alle Downloads konfigurieren wollt?
Der Grund für das VXLAN ist, dass ich ja sonst zwischen zwei Backbone-Routern auf den Switchen, auf den Backbone-Routern selber nochmal WLANs klicken müsste. Also ich möchte eigentlich die Switche nicht noch mit konfigurieren. Das fällt halt so aus. Das mache ich einmal, weil ich das Transfernetz zwischen den beiden Routern aufsetze, worüber ich IP spreche, und dann kann ich ja beliebig viel Layer 2 darüber weg virtualisiert quasi transportieren. Und das kann ich halt per Salt automatisieren. Ach, das habe ich vergessen zu zeigen. Haha. Da war doch irgendwo dieser Button auf der Slide. 60, jawohl, sagt der Souffleur, aber 27 war da eigentlich das, wo ich hin wollte. Jo. Diese Zeile hier unten macht nämlich, dass es das VXLAN-Overlay für die Site PadCity gibt. Also das ist diese eine Zeile, die ich in die Config schreiben muss, dass dieses VXLAN-Interface gebaut wird. Neben PadCity könnte ich da eine Liste hinschreiben mit denen, die ich gerne hätte, oder das Zauberwort All, und der baut alle Sites, die er kennt. Das heißt, wenn ich da ein All hinschreibe, habe ich nachher 10 VXLAN-Interface, die entsprechend in das Batman reingepoolt werden, automatisch. Also diese Zeile macht VXLAN-Interface und dass das ein Batman-Interface wird für die Batman-Instanz. Ich muss keinen Switch anfassen und gar nichts. Das mache ich auf zwei Pillar-Einträgen für die zwei Nodes, nämlich die zwei, wo ich das halt verbinden will, aus dem Haus. Und ich traue mich tatsächlich nicht, die Switch-Config zu automatisieren bisher. Das habe ich noch nie gemacht und das würde ich gerne, wenn dann sinnvoll, mal testen. Und so viel ändert sich nicht, also das lohnt sich fast nicht. Das ist so die Idee dahinter. Sonst noch Fragen oder Ideen, was man noch treiben könnte? Gegenfrage: Wer hier betreibt selber ein Freifunknetz? Wie macht ihr das? Aktuell alles noch sehr kompakt zusammengesteckt. Also wenn man eure Iterationen so sieht, da finden uns wir hier. Wir haben die jetzt sehr von Hand gebaut, der liegen könnte aber wahrscheinlich mehr. Aber was das Ganze noch besser macht, hatten dann so ein bisschen, ich glaube, auch Salt in der Tat schon mal, sind im Moment an dem Punkt, dass wir immer nicht mehr schauen und jetzt läuft alles auseinander und müssen gerade dabei zu konsolidieren. Was sehr gut passt, weil jetzt haben wir noch ganz viele Ideen, die wir mitnehmen können. Müssen, glaube ich, mal diskutieren, was davon für uns interessant ist. Also ihr könntet auch einfach klonen, ne? Das meiste davon ist in der Tat relativ generisch, glaube ich. Also es sind ein paar Dinge natürlich hardcoded drin. Ich fände es tatsächlich mal spannend, wie schmerzhaft das ist, das auf eine andere Community abzubilden. Wenn ich gut war, nicht. Da können wir ja nachher vielleicht mal drüber reden. Also da steckt halt sehr viel Schmerz drin und sehr viel Lerneffekte. Ich glaube, dass das alles nochmal neu zu bauen, lohnt sich fast nicht. Vielleicht sollte man nach der Mathe nochmal drüber reden. Jo. Ansonsten, ihr erreicht mich auf Twitter oder ähnlich oder lauft mir hier über den Weg. Gut, danke.